Okay, Marc-Oliver Kempf, ich habe da mal eine Frage. Marc oder Oliver? Marc. Im Herzen von Europa oder nur nach Hause? Nur nach Hause. Schwabe oder Badenser? Ah, weder noch. Und wo, was eher? Boah, schwierig. Nee, das will ich, wie gesagt, weder noch. Das habe ich keine klare Seite. Wenn du ein Erlebnis noch miterleben dürftest, Bundesliga-Debüt oder das Tor, dein Tordebüt in der Bundesliga? Tordebüt. Weißt du auch noch, gegen wen du das gemacht hast? Gegen Berlin, gegen Hertha Berlin. Okay, U19 Europameister 2014 oder U21 Europameister 2017? U21 Europameister. Warum? Ja, die Bedeutung oder die Wahrnehmung war doch nochmal eine Nummer mehr. Und deswegen war einfach, glaube ich, der Titel bedeutender in dem Sinne. Aufstieg mit dem SC Freiburg oder Aufstieg mit dem VfB? Ja, Aufstieg mit dem VfB. Also doch eher Schwabe als Valenza. Nee, es war einfach eine andere Situation, war ein schwierigeres Jahr. Mit Freiburg sind wir ein bisschen besser durchgekommen und deswegen war es am Ende ein Stück weit schöner, dass wir es dann doch geschafft haben. Dreier- oder Viererkette? Boah, bin ich offen. Ja, hab jetzt die letzten Jahre viel Dreierkette gespielt, aber ich habe da kein festes, sehr festes System, was ich bevorzuge. 1 zu 0 oder 5 zu 4? 1 zu 0. Last-Minute-Sieg oder klares 4 zu 0? Klares 4 zu 0. Heim- oder Auswärtssieg? Heimsieg. Freitags 20:30 Uhr oder Samstag 15:30 Uhr? Freitags 20:30 Uhr. Zum Rasen im Olympiastadion mit der Rolltreppe oder mit den normalen Treppen? Rolltreppe. Sky oder The Zone? Sky. Interviews nach dem Spiel bei Sky oder bei Hertha TV? Hertha TV. Die sind dann meistens noch ein bisschen angenehmer. Sehr gut. Instagram oder Twitter? Instagram, aber auch nur ja, nebenbei. Schlager oder Deutschrap? Eher Deutschrap. HOH oder Lelelele? Lelelele muss ich ehrlich zugeben. Okay. Anzug oder Jogginghose? Jogginghose auf jeden Fall. Die Nutella oder das Nutella? Die Nutella. Nutella mit oder ohne Butter? Mit. Ordentlich oder chaotisch? Eine gute Mischung aus beidem. Extrovertiert oder introvertiert? Ich würde sagen, wenn ich jemanden kennenlerne, am Anfang introvertiert. Und dann immer Stück für Stück mehr extrovertiert. Karriereausklang in den USA oder in der Kreisliga? USA. Kochen oder bekocht werden? Beides. Was kannst du so richtig gut kochen? Kammbeerschnitzel. Ich auch sehr gerne. Nee, also bekochen lassen ist halt schön, weil man nichts zu tun hat und das Essen genießen kann. Selber kochen ist halt, man freut sich, dass man was Ordentliches gezaubert hat und es am Ende natürlich hoffentlich auch schmeckt. Du hast ja mit Sicherheit auch schon mal einen Döner gegessen, oder? Wo ich jetzt in Berlin bin? Oder generell? Generell? Ja. In Berlin auch? Nein. Aber welche Soße würdest du denn nehmen? Kräuter oder scharf? Scharf. Herzlichen Dank, das war's. Gerne.